Hey da draußen, wenn du ein Mensch bist, dann kommst du irgendwann in die Pubertät. Meint ihr, Hunde kommen auch in die Pubertät? Oder so ein Kaninchen, was nehmen wir, das wäre voll knuffig. Vermutlich sind gerade die meisten Leute, die dieses Video gerade gucken, in der Pubertät oder kommen noch in die Pubertät. Deswegen dachten wir, wäre es mal eigentlich ganz cool, ein Video über die Pubertät zu machen. Und wir können aus eigener Erfahrung sagen, ja, die Pubertät ist schrecklich. Aber eigentlich auch gar nicht so schlimm. Und das zeigen wir euch heute in diesem Video. Ein Aspekt in der Pubertät ist, dass eure Stimme sich verändert. Ja, bei manchen ist diese Entwicklung der Stimmveränderung extrem krass. Hi, ich würde gerne ein normales Brötchen nehmen und ich hätte gerne noch dieses Vollkornbrot dazu. Und es gibt aber auch diese Menschen, bei denen sich einfach nichts verändert. Ich muss glücklicherweise sagen, bei mir ging es so relativ normal durch den Stimmbruch. Ich hatte jetzt nicht irgendwie diese Ausschläge. Aber eure Stimme wird sich definitiv verändern. Also hoffentlich. Außerdem da steht die Kamera. Ah, hi. Außerdem bekommt ihr Pickel und manchmal sind sie etwas unangenehm. Aber so schlimm ist es gar nicht, weil die gehen so nach 2 Wochen höchstens wirklich weg. Es gibt natürlich auch Salben oder so dafür. Aber wenn euch die Pickel stören, dann malt ein schönes Bild draus. Dann könnt ihr die verbinden. Punkt zu Punkt verbinden. Oder dann steht ein Eisbär. Manche haben auch wirklich gar keine Pickel. Wirklich gar keine. Dafür haben andere halt wieder etwas mehr Pickel. Letztendlich ist es gar nicht schlimm und auf jeden Fall auch nichts, wofür man sich schämen sollte. In der Pubertät fängt man auch sehr schnell an zu schwitzen. Und da kannst du halt auch wirklich nichts gegen machen. Du machst Sport. Du schwitzt. Du machst keinen Sport. Du schwitzt. Du liegst einfach nur 2 Stunden lang im Bett. Du schwitzt. Aber auch da haben wir eine Lösung, nämlich einfach zwischendurch regelmäßig waschen und zwischendurch auch mal Deo benutzen. Aber bitte nicht so. So nicht. Als kleines Kind hat man immer voll die weiche Haut und man hat noch so einen süßen Babypopo und dann kommt man in die Pubertät und hat überall Haare. Es kommen einfach Haare an Körperstellen raus, wo man niemals gedacht hätte, dass da Haare wachsen können. Und ihr steht einfach morgens auf, schaut in den Spiegel und denkt so, Alter, bin ich ein Bär? Da gibt es natürlich 2 Möglichkeiten. Entweder ihr rasiert euch oder ihr lasst die Haare dran. Und wir können euch wirklich sagen, es ist scheißegal. In jedem Leben eines... Warte, ich muss... Im Leben eines jeden Jungen kommt auch einmal der Moment, wo sich da unten etwas regt. Und das kann am Anfang auf jeden Fall noch ein bisschen fremd sein für den einen oder anderen. Aber es kommt auch wirklich immer in so unpassenden Momenten. Zum Beispiel, Fabi hatte das letzte Mal ein Beispiel. Warte mal. Leon, du erzählst wieder Unsinn. Nein. Gerade so am Anfang passiert es immer in total dämlichen Momenten. Zum Beispiel, wenn man in der U-Bahn sitzt. Aber keine Panik, da gewöhnt ihr euch dran. Auch Crow bekommt mal eine Latte. Auch das Phantom der Oper bekommt mal eine Latte. Und Mexikaner kriegen auch mal eine Latte. Ihr liegt abends um 11 Uhr noch im Bett und ihr habt Hunger! Das liegt daran, dass sich in der Pubertät euer Körper so krass umstellt, dass ihr einfach durchessen könntet. Den ganzen Tag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Gib mir was zu essen! Aber ihr müsst wirklich darauf aufpassen, dass ihr euch nicht mit zu ungesunder Scheiße vollfrisst. Esst lieber zu geregelten Tageszeiten etwas mehr, das wird euch gut tun und vielleicht auch eurer Figur. Was habt ihr für Erfahrungen in der Pubertät gemacht? Seid ihr überhaupt schon in der Pubertät? Kommt ihr mit gut zurecht? Keine Ahnung, schreibt mal irgendwas bitte dazu in die Kommentare. Und wir hoffen, wir konnten mit diesem Video einfach mal ein bisschen zeigen, ja, es kommen ein paar Veränderungen, aber hey, das ist gar nicht schlimm. Wenn ihr wollt, dass euer Hamster oder euer Kaninchen auch in die Pubertät kommt, dann gebt mal bitte einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns wieder nächsten Dienstag. Ciao. Wird sich definitiv verändern. Also, hoffentlich. Ja, Leon, ich sehe das in der Hand, die geht an einem...